Und damit ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Gestern noch im Spotlight, heute schon im Nexus. Und zwar geht es um D.Va heute auf dem PTA, um genau zu sein. Denn auf den offiziellen Servern ist sie noch nicht. Sie wird jetzt wahrscheinlich eine Woche getestet. Und dann kriegen wir D.Va aus Overwatch als zweiten Overwatch-Helden in Folge nach Genji. Wahrscheinlich auch im echten Spiel. Bevor wir über ihre Talente und ihre Fähigkeiten rübergehen, beziehungsweise mal kurz die Spielweise so ein bisschen anschneiden, die ich finde ich sehr interessant finde, gucken wir uns doch nochmal ganz kurz die Skins an, denn die sind tatsächlich ein bisschen anders als die aus Overwatch, beziehungsweise wir haben hier keinen vergleichbaren wie in Overwatch. Wir haben halt diese Standardvarianten mit verschiedenen Farbvariationen, die tatsächlich ziemlich cool aussehen, finde ich meiner Meinung nach. Alles sehr knackig, farbig, prall, bin ich eher nicht so der Typ für, aber ihr steht's, muss man sagen. Und dann haben wir hier diesen, ja, ich will schon fast sagen, auf Retro gemachten Look, beziehungsweise es ist der Goliath hier in dem Falle, also es ist tatsächlich eine Einheit aus StarCraft, auch in verschiedenen Farbvariationen, die wirklich extrem cool aussehen, vor allen Dingen die letzte finde ich echt stark. Hey, wenn du gewinnen möchtest, auch hinten so mit den Düsen, muss ich sagen, ist schon echt cool gemacht. Und ihr Master Skin, der sich tatsächlich so von der Rüstung erstmal fast kaum unterscheidet, aber eine ziemlich geile Farbvariante in Gold hat. Mit der fällt man auf jeden Fall auf, sagen wir es mal so. Bevor wir jetzt auf die Grundfertigkeiten eingehen, ganz kurz natürlich, eigentlich aus Overwatch bekannt, D.Va hat ganze zwei Spielmodi, also das heißt, man kann sie in zwei verschiedenen Varianten spielen, einmal in ihrem Mech und einmal außerhalb ihrem Mech. Da unterscheidet sie sich ziemlich stark sogar, nämlich haben wir verschiedene Auto-Attacks, die tatsächlich sehr spielweisend sind, beziehungsweise ihre Rolle dementsprechend neu definieren. Wir fangen erstmal mit ihrem Mech an, und zwar, man sieht, die Auto-Attacks sind sehr, sehr schnell, mit sehr wenig Schaden an sich selber. Allerdings dafür sehr konstant und wir haben hier einen Zielbereich, das heißt wir machen in einer geraden Linie Schaden und wir können uns dabei tatsächlich auch noch bewegen. Ihre zweite Form, wie gesagt, einfach nur als Pilotin, in der sie nur One Single Target Damage macht, das heißt nur auf einen Schuss immer. Allerdings viel mehr Schaden pro Schuss und deswegen auch mehr Schaden als mit ihren eigentlichen Auto-Attacks im Mech. Allerdings, wie gesagt, nur auf ein einziges Ziel. Des Weiteren kann sie sich währenddessen nicht bewegen und ist ziemlich anfällig logischerweise für Schaden bzw. für sämtliche Stunts und ähnliches, da sie sehr wenig Leben hat im Vergleich zum vorherigen Modus mit dem Mech. Hier nochmal kurz gezeigt, man sieht, der Schaden auf die Minion Wave selber ist ziemlich stark, also man kann hier wunderbar eine Minion Wave mit ihr clearen, weil sie gleich mehrere Ziele trifft und mit ein bisschen Positioning kann man das ohne Probleme ganz easy machen. Kommen wir zu ihren Grundfertigkeiten, auf der Q haben wir hier ihren Schub, das heißt ihren Booster, der auf eine Abklingzeit von 10 Sekunden ist, kein Mana kostet, denn wir haben mit D.Va selbst kein Mana. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Und zwar erhöht das die Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sekunden lang um 125, stößt Gegner zurück und verursacht Schaden. Man sieht, man kann sehr weit damit fliegen und immer einen Gegner bzw. jeden Gegner einmal treffen und ihn wegstoßen. In eine beliebige Richtung, das geht natürlich mit vielen verschiedenen Gegnern, allerdings jeden Gegner immer nur einmal pro Flug. Auf ihrer W haben wir die Defensivmatrix mit einer Abklingung von 10 Sekunden, die 3 Sekunden lang kanalisiert wird. Das Ganze bewirkt nichts anderes, wie wir es eigentlich aus Overwatch kennen. Der Schaden wird reduziert. Zwar nicht komplett weggemacht, aber um 75% reduziert. Das heißt, wir kriegen weitaus weniger Schaden, als wenn wir die Defensivmatrix auslassen würden. Die was E-Fertigkeit ist im Endeffekt die Ulti, die wir aus Overwatch schon kennen, nämlich ihren Self-Destruction mit automatischen Angriffen oder Schaden, den sie erleidet, kriegt sie hier Aufladungen auf ihrer E. Das Ganze bewirkt nichts anderes, als dass nach 4 Sekunden eine Detonation von D.Va's Mech ausgelöst wird, die je nachdem wie nah die Gegner am Ursprungsort der Detonation stehen, mehr Schaden verursacht. 450 bis 1350 Schaden hier auf Level 3. Und das Ganze in einem sehr, sehr großen Bereich, wobei es Gebäuden 50% weniger Schaden zufügt als Helden. Das Ganze lädt sich ziemlich langsam auf im Vergleich zu Overwatch, allerdings ist das auch sehr berechtigt, denn das ist eine sehr starke Ulti, sage ich sogar schon mal fast, auch wenn es nicht ihre standardmäßige Ulti ist. Deswegen ist das keine Grundfertigkeit in dem Sinne, sondern wird relativ selten eingesetzt und muss gut getimed werden. Allerdings eine sehr interessante Art und Weise, das in das Grundfertigkeiten-Kit von D.Va selbst einzuordnen. Auf Level 10 haben wir die Wahl zwischen dem Bunny Hop und noch dem Skillshot. Erstmal zum Bunny Hop. Das Ganze hat 90 Sekunden Abklingen und lässt D.Va alle 0,5 Sekunden auf den Boden springen und verlangsamt dabei Gegner und fügt einen kleinen Satz an Schaden zu.
Die was zweite heroische ist eine, die sie nur in ihrem Pilotenmodus einsetzen kann, nämlich auf einer Abkling von 4 Sekunden, das heißt kaum nennenswerte Abkling. Und zwar fügt sie gegnerischen Helden auf einer langen Linie nach einer kurzen Kanalysezeit 350 Schaden zu. Heißt, das ist tatsächlich ein Skillshot. Nein, doch. Der relativ viel Schaden doch verursacht und die Abklingzeit ihres Mechs um einiges zurücksetzt. Des Weiteren ist die Reichweite natürlich sehr, sehr hoch. Das heißt, ihr könnt wunderbar mit dieser Fähigkeit tatsächlich poken auf einem Abkling von 4 Sekunden. Schauen wir uns Divas Talente an. Auf Level 1 haben wir hier verschiedene Talente, die sich hauptsächlich auf der einen Linie hier auf ihren Boost beschränken und eins auf ihre Passive, nämlich den Mech selber. Zu erwähnen nochmal zum Mech, klassischerweise, wenn ihr sterben würdet mit Diva im Mech, sterbt ihr nicht direkt, sondern fliegt aus dem Mech raus und die Gegner erhalten nur 50% der Erfahrungspunkte, die sie bekommen würden, wenn sie euch persönlich töten würden. Das heißt, sie kriegen im Endeffekt 1,5 Kills, wenn sie euch einmal komplett ausschalten. Das macht das Feeding mit Diva relativ einfach für Neulinge, muss man tatsächlich sagen. Allerdings für fortgeschrittene Spieler ist das eine gute Sache, da ihr im Endeffekt den Mech häufiger zerstören lassen könnt tatsächlich, ohne so viel XP zu feeden. Auf Level 1, wie gesagt, hier erstmal ein paar für den Boost. Und zwar haben wir hier den Turbolader, der die Abklingzeit um 5 Sekunden verringert, wenn ihr weder Schaden verursacht noch erleidet. Dann haben wir hier Nitro, was die Anfangsgeschwindigkeit um 475% erhöht. Das ist ziemlich schnell, allerdings nur für 0,5 Sekunden, wobei ihr dann wieder auf die klassischen 125% zurückfällt. Hinzu kommt, dass ihr am Anfang in diesen 0,5 Sekunden 100% mehr Schaden mit dem Booster verursacht. Dann haben wir hier noch einen Quest, nämlich den Kollisionskurs. Mit dem müsst ihr 25 Helden treffen und ihnen Schaden verursachen mit dem Booster. Schafft ihr das, wird die Abklingzeit jedes Mal um eine Sekunde verringert, wenn ihr einen Helden trefft. Die passive Fähigkeit, die wir hier haben, ist dann noch Skills, allerdings mit Z geschrieben. Hier war wohl wieder ein Legastheniker im Werke. Und zwar erhöht das die Bewegungsgeschwindigkeit des Mechs jedes Mal, wenn er Schaden erleidet. Das heißt, eine Sekunde lang um 2 bis maximal 30%. Das ist nochmal, um Mobility zu kriegen im Mech selbst. Denn ihr seid tatsächlich sehr langsam in eurem Mech unterwegs und habt keinen Mount. Der einzige Mount, den ihr habt, ist im Endeffekt eure Q. Heißt, mit der könnt ihr relativ schnell übers Schlachtfeld kommen, allerdings auch auf einen Abkling von gerade mal 10 Sekunden. Wenn ich mich hier entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich für den Turbolader oder das Nitro gehen. Ich würde hier mal erstmal den Turbolader nehmen, einfach damit ihr schneller übers Schlachtfeld kommt, weil ihr dann alle 5 Sekunden außerhalb des Kampfes logischerweise diesen Booster einsetzen könnt, um schneller zu eurem Team zu kommen. Auf Level 4 dann das gleiche für die Defensivmatrix. Wir haben hier einmal eine Vergrößerung des Bereichs um 100% in der Breite, 25% in der Tiefe. Allerdings könnt ihr euch währenddessen dann nicht mehr bewegen. Dann haben wir hier auch noch ein relativ teamlastiges Talent, nämlich die Verlängerung, die die Defensivmatrix um 3 Sekunden lang verlängert. Das heißt, der Einsatz der Defensivmatrix würde dann bei 6 Sekunden sein. Das heißt, ihr könnt für 6 Sekunden den Schaden um 75% droppen im Endeffekt. Das ist ziemlich stark meiner Meinung nach, wenn ihr denn im Team bzw. wenn ihr im Late Game zusammenspielt. Und dann haben wir hier noch den Fusionsgenerator, der 1% Aufladung für eure E darstellt, wenn ihr Schaden blockt mit der Defensivmatrix bzw. den kompensiert. Allerdings auch limitiert auf 15% beim Einsatz dieser Fertigkeit. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr es gut timet, 15% eurer E-Fertigkeit rausholen mit dem Einsatz der Defensivmatrix. Dann haben wir als letztes Talent auf Level 4 die Erhöhung der Selbstzerstörung durch verlorene Lebenspunkte. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Schaden erleidet, bekommt ihr 30% mehr sozusagen zurück für eure Lebenspunkte. Normalerweise wären das schon 30% immer dann für die Lebenspunkte. Das heißt, ihr bekommt sozusagen 60% zurück. Also geht euer Mech einmal fast komplett flöten, dann seid ihr bei ungefähr 60% eurer Aufladung für die E. Ich finde hier tatsächlich die Verlängerung ein ziemlich starkes Talent, einfach weil das teamlastig ist, beziehungsweise ihr könnt damit ziemlich viel machen, meiner Meinung nach. Dementsprechend würde ich dafür mal gehen, einfach um zu testen, wie das Ganze denn mit einem guten Team funktioniert. Ja, der Trend setzt sich fort. Hier haben wir nochmal eine Verbesserung für unseren Booster, 2 für unsere Defensivmatrix oder dann halt nochmal für unsere E. Einfach ein klassisches Talent, dass die Rückstoßentfernung des Boosters um 100% höher ist. Das ist natürlich ziemlich gut zum Depositioning. Also der Sinn und Zweck dieses Ganzen ist es natürlich, Helden aus ihrer Position rauszuwerfen und am besten noch in Richtung eures Teams zu schicken, damit sie den Kill machen können. Heißt, ihr müsstet im Endeffekt in einem Bogen um den Helden rumfliegen, hinter ihn hin, um ihn dann in eure Teamkameraden reinzustoßen. Dann haben wir hier noch den Elektroschocker, der relativ gut kombiniert werden kann mit dem Level 4 Talent meiner Meinung nach.
denn die Defensivmatrix verlangsamt noch um 20%. Heißt, ihr kommt besser hinter den Gegnern hinterher, die versuchen aus eurer Matrix rauszulaufen. Und hier haben wir noch die aggressive Matrix, das heißt, wenn ihr automatische Angriffe vollführt, wird die Abklingzeit um 0,25 Sekunden zurückgesetzt von der Defensivmatrix. Das ist ziemlich gut meiner Meinung nach, denn ihr habt hier einen 10 Sekunden Cooldown. Wenn ihr dann allerdings ein paar Angriffe macht, könnt ihr die häufiger einsetzen, auch wieder ein sehr teamlastiges Talent. Finde ich tatsächlich auch sehr gut mit dem Level 4 Talent, aber wir haben ja auch noch nuklearer Ernstfall, wobei unsere Detonation dann nicht mehr 4 Sekunden braucht, sondern ganze 7 Sekunden, allerdings 50% mehr Schaden verursacht. Das ist natürlich ein sehr skilllastiges Talent, weil das dann echt gut getimed werden muss, vor allen Dingen mit Roots oder ähnlichen. Ich würde tatsächlich hier auch wieder für eine der beiden Matrix-Talente gehen. Ich finde, ein Matrix-Bild ist ganz sinnvoll, einfach weil er sehr teamlastig ist und meiner Meinung nach ihr als Off-Tank, also seid ja kein Main-Tank, also ihr seid mehr eine unterstützende Rolle, würde ich tatsächlich für eins dieser beiden Talente gehen. Dann auf Level 10 den Bunnyhop oder den Skillshot. Das kommt ganz darauf an. Hier haben wir hier beim Bunnyhop ein bisschen CC, beziehungsweise wir haben hier eine Verlangsamung, die uns erlaubt, hier so ein bisschen mehr die Rolle eines Tanks einzunehmen und nicht eines flexiblen Damage-Dealers. Das ist relativ gut, finde ich, wenn ihr keinen zweiten Tank, das heißt keinen Main-Tank dabei habt. Habt ihr den allerdings, würde ich tatsächlich für den Skillshot gehen, weil die Verringerung der Abklingzeit für euren Mech dadurch ziemlich hoch ist, beziehungsweise verbessert wird und der Schaden auch tatsächlich, wie gesagt, als Poking-Damage ziemlich hoch ist. Auf Level 13 haben wir protzige Panzerung, die euch erlaubt, einfach 20% mehr Lebenspunkte im Mech zu haben. Allerdings wird die Abklingzeit dann um 15 Sekunden hochgesetzt. Das hat allerdings keinen negativen Einfluss auf die Aufladung der Selbstzerstörung. Das heißt, wenn ihr die Selbstzerstörung einsetzt, könnt ihr danach direkt wieder in eurem Mech. Also gleiches Prozedere wie beim Overwatch. Werdet ihr allerdings zerstört, braucht der Mech 15 Sekunden länger, beziehungsweise ihr müsst häufiger mit automatischen Angriffen oder ähnlichen treffen, damit ihr wieder in euren Mech reinkommt. Das Notfallschild ist tatsächlich eine Sache, die ich meiner Meinung nach als ein sehr schwaches Talent sehe. Denn wenn in euer Mech zerstört werden würde, erhältet ihr stattdessen ein Schild, das in 6 Sekunden abläuft. Das ist auf Level 20 bei 459 Punkten. Das ist nicht allzu viel und dient eigentlich nur, wenn ihr gerade noch im Weglaufen gefokust werdet bzw. da noch Schaden bekommt. Wenn ihr mitten im Kampf seid und euer Mech zerstört wird, bringt dieses Talent meiner Meinung nach herzlich wenig. Viel interessanter ist hier die Polyamid-Panzerung, die euch erlaubt, weniger Schaden durch schwache Angriffe zu erleiden. Das ist tatsächlich ein Talent, was so ein bisschen adaptiert ist von der Rüstung aus Overwatch. Wir kennen sie. Die Rüstung in Overwatch erlaubt es euch, bei geringem Schaden, der pro Angriff rausgeht, das heißt bei kleinen Angriffen weniger Schaden zu bekommen, 50% weniger, als von Angriffen, die mehr Schaden machen. Beispielsweise Hansos Pfeile würden ziemlich viel Schaden verursachen und diese Panzerung ignorieren, wobei hingegen Genji's Shurikens beispielsweise diese Panzerung nicht ignorieren würden. Auch hier, wenn ein Angriff 5% weniger als eurer maximalen Lebenspunkte euch kosten würde, wird der Schaden nochmals um 50% reduziert. Das ist ziemlich gut gegen Auto-Attacker, die relativ wenig Schaden machen, beziehungsweise Helden mit sehr schwachen Fähigkeiten. Macht euch ziemlich robust und meiner Meinung nach das beste Talent auf Level 13. Level 16 konzentriert sich hier ganz auf den Pilotenmodus, das heißt, ihr habt eine Verbesserung für euren Pilotenmodus. Einmal ein aktives Talent, da ihr im Pilotenmodus sonst keine aktiven Talente habt, außer eure heroische, wenn ihr die dann gepickt habt. Nämlich auf der Q haben wir hier den Torpedosprint, der euch erlaubt, schnell nach vorne zu laufen. Nichts Besonderes, im Endeffekt das gleiche wie der Booster, nur im Pilotenmodus halt. Viel interessanter ist hier GGWP, beziehungsweise die anderen beiden Talente, nämlich erhöht das euren Schaden der automatischen Angriffe im Pilotenmodus um 75%, was euch sehr, sehr stark macht als Auto-Attacker. Und Killbeteiligungen im Pilotenmodus schließen die Abklingzeit tatsächlich sofort ab. Das heißt, ihr könnt nach einem Kill wieder sofort in euren Mech rein. Der Nanotextilanzug hingegen verursacht, dass ihr 4 Sekunden lang 50 Panzerung erhaltet, wenn ihr aus eurem Mech rausfliegt. Das heißt, ihr seid gegen Auto-Attacks wie auch Fähigkeitsschaden 50% stärker und die Abklingzeitverringerung eures Mechs ist bei automatischen Angriffen um 50% höher. Das Unterdrückungsfeuer hingegen ist ein gutes Talent, wenn ihr hauptsächlich auf euren Pilotenmodus abzielt, das heißt auch im Pilotenmodus relativ lange spielen wollt. Nämlich erlaubt es euch, das um 20% weiter zu schießen, also Reichweite ist erhöht und die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern wird 2,5 Sekunden lang um 25% verringert. Auf Level 20 dann logischerweise die Verbesserung für die Heroische. Wir haben einmal auf der Stelle, das erhöht den Schaden von Bunnyhop um 150%, wenn Diva sich nicht bewegt beim Sprung. Gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Schaden, ist allerdings meiner Meinung nach nicht allzu nennenswert, da ihr euch meistens bewegen müsst, da es ja ein Talent ist, was dazu dienen soll, Gegner zu verlangsamen, wenn sie denn weglaufen wollen. Der Schaden ist hierbei meiner Meinung nach eher sekundär. Dann haben wir hier Piu Piu Piu.
Anstatt dass ihr einen Schuss abfeuert, schießt ihr drei Schüsse im Verlauf von 0,5 Sekunden, die allerdings nur 50% Schaden machen. Heißt, ihr bekommt im Endeffekt 150% Schaden anstatt 100% Schaden eurer Finisher, allerdings mit der Wahrscheinlichkeit, dass Gegner aus eurem Schuss rauslaufen. Muss man abwägen, ob man das machen möchte oder ob man einfach bei der normalen, standardmäßigen Ulti bleiben möchte. Viel interessanter meiner Meinung nach ist hier der Schockimpuls, der, wenn ihr im Pilotenmodus sehr oft euch befindet, sehr stark ist. Und zwar gibt euch das die Möglichkeit, Gegner zurückzustoßen und Schaden zu verursachen. Heißt, weil ihr relativ wenig Bewegungsgeschwindigkeit im Pilotenmodus selbst habt, kann euch das die Möglichkeit geben, nochmal aus brenzlichen Situationen rauszukommen bzw. mehr Schaden auszuteilen. Und dann hier die Frontlieferung mit einer Abklingung von 45 Sekunden. Ihr könnt sozusagen das Anfordern eures Mechs im Pilotenmodus gezielt an einen bestimmten Zielbereich setzen. Das heißt, ihr müsst nicht vor Ort, wo ihr gerade steht, einsteigen, sondern ein paar Meter weiter vor oder zurück und macht dann auch noch Schaden in diesem Zielbereich. Sehr interessant meiner Meinung nach. Ich würde hier tatsächlich für eine dieser beiden Varianten gehen, da ich die Verbesserung der Heroischen gar nicht so stark finde. Kommen wir also nochmal ganz kurz auf ihre Stärken und Schwächen zu sprechen. Ja, sie hat zwar diese zwei Modi, die wir im Endeffekt wechseln können zwischen ihrem Pilot und ihrem Mech. Allerdings hat sie allgemein relativ wenig Leben für einen Tank, sowohl im Mech selbst als auch in ihrer Pilotenform. Heißt, sie ist für einen Tank sehr squishy. Dann haben wir das Problem, wie schon angesprochen, sie ist ein Off-Tank, das heißt, sie kann im Endeffekt nicht als klassischer Tank dienen. Sie hat weder guten Crowd-Control, noch hat sie irgendwelche Betäubungen. Das Einzige, was sie tatsächlich kann, ist Gegner zurückstoßen in dem Bereich eines Tanks, der ein bisschen sinnvoll ist. Aber ihre Fähigkeiten, Schaden auszuteilen, lange im Kampf präsent zu sein und auch Schaden zu reduzieren, sind sehr, sehr stark, was sie zu einem guten Off-Tank macht, meiner Meinung nach. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit einem ETC mit der Selbstzerstörung oder mit einer Johanna sehr gut kombiniert werden können. Ein kleiner Tipp noch am Rande, ihr könnt die Q wie auch die W beide abbrechen zu beliebiger Zeit. Heißt, ihr könnt die Q auch während ihr aus dem Mech rausfliegt, was auch sehr interessant ist. Ihr könnt nämlich die Selbstzerstörung, wie wir sie aus Overwatch auch kennen, mit der Q verbinden. Heißt, ihr lasst den Mech losfliegen, aktiviert die Q, steigt aus und seht, wie euer Mech schön im Horizont in die Luft fliegt. Ja, das könnt ihr tatsächlich machen. Allerdings könnt ihr auch, während ihr diese Kombi einsetzt, also aussteigt und die Q anhabt, die Q auch wieder ausschalten. Das heißt, das Timing bzw. das Positioning eurer Explosion ist ebenfalls sehr stark von euch abhängig und kann sehr gut getimed. Macht das Ganze sehr interessant und sehr skilllastig. Allgemein muss man sehr aufs Positioning achten bzw. Verbündete wie auch gegnerische Helden. Das heißt, wo macht es Sinn anzugreifen? Wie macht es Sinn anzugreifen? Ihre Mobilität ist sehr, sehr groß für einen Tank. Und macht sie deswegen meiner Meinung nach zu einem der flexibelsten Tanks überhaupt. Mit Sonja meiner Meinung nach ein guter Off-Tank. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, ihre zwei Arten von Schaden. Sie kann, wie gesagt, eine Mini-Wave wunderbar in Mech machen, was sie zu einem wunderbaren Solo-Laner erstmal macht, beziehungsweise einen XP-Super. Also sie könnte tatsächlich fast schon als Global dienen, wenn man denn schnell genug bei seinem Team ankommt. Man hat zwar nicht wie bei einem DHK dieses Hin- und Her-Tauschen der Lanes, indem man diesen Dschungelpirscher einsetzt, aber man kann durchaus zwei Lanes ohne Probleme gleichzeitig zogen, da der Schaden für den Wave hier vorhanden ist und die Bewegungsgeschwindigkeit ebenso. Anders wiederum ist ihr Single-Target-Damage im Pilotenmodus sehr hoch, das Este könnt ihr mit wunderbar Force auseinandernehmen oder gegnerische Helden. Aber ihr größter Nachteil, sie ist ein Held, der sehr auf ihrem Team basiert, glaube ich. Sie kann zwar alleine auch sehr viel Schaden verursachen, beziehungsweise Teamspiel entscheidend sein, aber ich denke, dass sie mit einem guten Team um einiges besser funktioniert als alleine. Mich würde interessieren, was haltet ihr von D.Va? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben oder lasst mir konstruktive Kritik fürs nächste Helden-Review da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.